Guten Abend, Freunde, was geht ab? Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem Video hier auf diesem Kanal, Freunde. Ich habe mir gedacht, ich werde jetzt einfach mal zweimal in der Woche, dreimal, vielleicht auch keinmal in der Woche, hier ein Video hochladen, wo ich einfach eure Fragen von Instagram beantworte. Das heißt, ich werde euch auf Instagram fragen, ob ihr Fragen an mich habt. Diese werde ich dann einfach hier in diesem Video jetzt immer beantworten. Und ja, finde ich eigentlich ein ganz cooles Prinzip. Dann lade ich hier nämlich auch mal wieder ein paar Videos hoch. Und ja, Freunde, ohne groß rumzufackeln, würde ich sagen, starte ich direkt mit der ersten Frage, oder was? Baby. Male Corvin fragt, Meinung zu Boxerschnitt. Danke, Digga. Also Boxerschnitt feiere ich persönlich jetzt null. Würde ich auf keinen Fall ansatzweise Bitzig mir schneiden lassen. Also das sind wieder so Fragen, Digga. Heidewitzka. So, dann fragt der liebe Gino.Kronberg, was denken deine Eltern von YouTube, Twitch etc.? Und meine Eltern finden es auf jeden Fall cool, muss ich direkt mal so an der Stelle sagen. Feiere ich auch, dass sie es cool finden. Mein Vater findet es immer wieder ein bisschen beeindruckend, wie man doch einfach so damit Geld verdienen kann. Finde ich auch persönlich ganz cool, aber ja, also die feiern es auf jeden Fall. Ich denke mal, würden meine Eltern mich da jetzt auch nicht so unterstützen oder würden sagen, ey, hör auf mit der Scheiße, dann, okay, nee, dann würde ich nicht aufhören, aber ihr wisst, was ich meine. Nächste Frage kommt von Kilian.Jonas, kenne ich jetzt nicht. Bist du mit Caio verwandt? Ich bin tatsächlich nicht mit Caio verwandt. Wir haben auch keine, also, na, what the fuck, man. Dann eine sehr, sehr interessante Frage, und zwar kommt die von LukasBMH. Wie läuft's mit dem Entzug? Freunde, wie läuft's mit dem Entzug von Wasser? Also ich Freunde, viele haben sich gefragt, wie es mit dem Entzug von Softdrinks läuft. Und ich muss sagen, es läuft sehr, sehr gut. Ich habe jetzt bereits seit 7 Tagen nicht ein Softdrink, nicht Tee, nicht Kakao, nicht Limonade, nicht was weiß ich. Ich habe 7 Tage lang bisher nur, jeden Tag nur Wasser getrunken. Sprudelwasser und normales Leitungswasser. Und ich muss sagen, mir geht es auf jeden Fall 1A Spitzenklasse. Nee, also ich muss sagen, es war an manchen Ecken und Kanten wirklich hart für mich. Wirklich Real Talk, jetzt mal aus dem Stuhl hier. Es war wirklich sehr hart manchmal teilweise, weil ich wirklich, no joke, wenn ich zum Beispiel jetzt essen war in Hamburg oder in irgendein Restaurant, mir dazu, also da ein Wasser zu bestellen, das ist für mich Real Talk eine echte Überwindung gewesen. Aber ich habe es bisher gnadenlos durchgezogen und ja, ich werde es hoffentlich auch den restlichen Monat noch durchziehen. Wobei ich jetzt wirklich sagen muss, also wenn ich jetzt mir was wünschen könnte, jetzt irgendwas wünschen würde, Real Talk, es wäre die eisgekühlte Metze Mix aus der Dose. Sag ich euch, wie es ist. Die nächste Frage kommt von Justins-Praktikant, eigene Brand geplant. Tatsächlich ist es immer von mir ein kleiner Traum gewesen, so eigene Klamotten zu haben. Ich hatte ja auch schon mal sowas in der Art, ist allerdings dezent nach hinten losgegangen. Grüße gehen raus. Also ich habe schon mal Bock, irgendwie so eigene Shirts, eigene Pullover, irgendwie sowas in der Richtung zu machen. Aber es ist halt unheimlich schwer, aufwendig, kostet. Und ich will, wenn ich da sowas mache, dann auf jeden Fall das richtig machen. Das heißt, jetzt in naher Zukunft wahrscheinlich eher nicht. Bock hätte ich auf jeden Fall, aber wie man es umsetzt, ne, das ist natürlich immer so das Ding. Auch eine sehr, sehr coole Frage kommt von Nilschen. What the fuck? Wann hast du gemerkt, dass du süchtig bist? Und wie gesagt, ich weiß immer noch nicht ganz, ob man das als Sucht beschreiben kann, ja oder nein. Für mich ist es einfach in dem Fall eine Sucht gewesen, weil ich es halt täglich davon gebrauche. Für mich war es halt einfach eine Sucht, da ich es halt täglich gemacht habe und das auch noch in Mengen. Deswegen war es für mich schlichtweg eine Sucht. Und gemerkt habe ich das eigentlich schon immer richtig früh. Ich habe halt einfach gemerkt, jo, Digga, ich brauche das halt. Aber so richtig darauf gekommen, damit aufzuhören, bin ich halt leider erst Ende 2019. Deswegen ziehe ich es halt jetzt gerade durch. Also mir ist nie aufgefallen, dass es jetzt eine krasse Sucht ist. Und wie gesagt, ich finde es immer noch schwer zu definieren, ob es eine Sucht ist oder nicht. Aber ja. Dann eine weitere Frage von Bashikim-Albania. Was geht eigentlich bei dir zu Hause ab, Alter? Die Spinnen sind ja nicht mehr normal. Freunde, dazu muss ich sagen, Spinnenthema, ich war heute echt beeindruckt. Also für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, ich bin heute Morgen aufgestanden und da war wieder so eine fette Kellerspinne einfach in mein Zimmer. Obwohl wir ja Winter haben, 10 Grad draußen, liebe Grüße gehen raus. Obwohl wir ja Winter haben, normal sind die Spinnen immer so Oktober, August, vielleicht noch November am Start. Dann ziehen die aber auch durch. Und komischerweise war heute wieder einfach eine richtig fette Spinne in meinem Zimmer. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich weiß auch nicht, warum sie am Start sind. Falls ihr davon Ahnung habt, warum diese Spinnen immer wieder aufkreuzen, schreibt es in die Kommentare. Ich habe wirklich keinen Plan davon. Ich kann euch nur sagen, dass ich circa 22 Spinnen letztes Jahr getötet habe. Ich kann euch sagen, ich habe circa letztes Jahr mindestens 22 Spinnen bei mir im Zimmer gehabt, was auf jeden Fall komplett geisteskrank ist.
Freunde, ich würde sagen, das war's soweit mit dem ersten Video hier mal wieder. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr Bock habt, dass ich öfter mal so eine kleine Fragerunde einfach machen soll, auf entspannt. Und ja, Freunde, falls ja, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen sehr, sehr schönen Abend. Haut rein, bis zum nächsten Mal.